Wir haben es abgesprochen. Ach so. Ah. Semi-kooperativ. Fettes Brett oder du? Ja, ich sehe schon. Es reicht, wenn von uns einer gewinnt. Huhu. Hallo. Moin moin und hallo. Ich bin wieder da. Wir alle sind wieder da. Ja, ich war länger nicht mehr hinter der Kamera. Vor der Kamera. Das heutige Kamerakind, Florian, diesmal vor der Kamera. Ja. Im Weltraum hört dich niemand schreien. Wir spielen Nemesis, semi-kooperativ. Wir haben bereits unsere Ziele gewählt. Das macht man ja im Vorfeld. Und danach wählt man sich seine Charaktere. Hendrik, du bist Spieler 1. Du kannst ja mal dein Ziel verraten. Nein, du kannst es wenigstens sagen, welchen Charakter du gewählt hast. Ich bin der Wissenschaftler. Mit der Pistole. Muss ich noch irgendwas Cooles dazu sagen? Wissenschaftler gereicht, glaube ich. Der Wissenschaftler, der im Rolli. Ja, die Charaktere unterscheiden sich nämlich aufgrund ihrer Decks, die ihnen zur Verfügung stehen. Man steuert die Charaktere entsprechend so ein bisschen über seine Karten, die man zur Verfügung hat. Das werdet ihr gleich beim Spielen ja sehen. Flo und ich haben das bereits schon einmal gespielt. Yes. Und Hendrik spielt es heute zum ersten Mal. Also haben wir so ein bisschen... Vorteil? Ja. Nein, ich wollte sagen, dass wir so ein bisschen... wir haben es abgesprochen. Ach so. Ah. Semi-kooperativ. Fettes Brett oder du? Ja, ich sehe schon. Es reicht, wenn von uns einer gewinnt. Fürs Team. Für den Club. Ja. Wo war ich eigentlich? Wir wollten anfangen. Charakterklassen. Achso, genau, Charakterklassen vorstellen. Ja, ich bin der Wissenschaftler. Du bist auch Spieler 1. Ich bin Spieler 1. Du fängst auch an, du hast auch den Startspielermarker den schon bei First dir. First Player Token. Yes. Ich bin die Aufklärerin. Und ich bin der Mechaniker. Yes. Das Spiel geht jetzt relativ straight los. Jeder kann pro Runde oder muss immer zwei Aktionen machen. Wenn er die zwei Aktionen gemacht hat, ist der nächste dran und das rotiert so lange, bis jeder von uns irgendwann mal gepasst hat. Das ist die andere Option, wenn man halt nichts machen möchte, man passt. Ansonsten muss man pro Aktivierung, wenn man dran ist, zwei Aktionen machen. Wenn man nur eine macht, ist die zweite Aktion dementsprechend auch passen und dann ist man in der Runde halt nicht mehr dran. Und dementsprechend, was man alles so machen kann und wie wir das bezahlen, womit, das seht ihr jetzt ja. Also sehe ich jetzt 5 Karten. Richtig. Es gibt so ein paar Standardaktionen, die hat jeder in seinem Deck drin, wie zum Beispiel suchen, gewinnen. Oder zerstören, dann kann man irgendwelche Türen kaputt machen oder unterbrechen. Und wenn man jetzt irgendeine Aktion machen möchte, wie zum Beispiel sich bewegen, das kostet dann eine Karte und diese spielt man dann einfach ab, ohne die Aktion dann auszuspielen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich schmeiße eine Suchenkarte ab und möchte mich bewegen. Gehe in diesen Raum, dann decke ich den Marker auf. Oh, der Raum brennt. Das fängt schon mal gut an. Und auf Suchposition 2. Genau, denn auf diesen kleinen Markern, kann man es wahrscheinlich nicht sehen, sonst blende ich sie nochmal ein, ist immer angegeben, auf welche Zahl der Suchmarker eingestellt werden muss, also wie oft man im Raum suchen kann und was halt dementsprechend noch für eine Situation im Raum vorherrscht. Hier brennt es, das heißt jetzt für Hendrik, wenn er seinen Zug dort drin beendet, kriegt er schon eine leichte Wunde. Was haben wir denn da? Die Kantine, ne? Erstmal musst du jetzt auf Geräusche finden. Genau, und das kommt auch noch hinzu. Die 3. Korridor 3. Immer wenn man sich bewegt, muss man danach würfeln und macht in den Korridoren dann Lärm. Und ab dem Zeitpunkt, wo in einem Korridor ein Marker platziert werden müsste, aber dort bereits einer liegt, dann kommt es zur Begegnung mit einem Xeno. Man macht aber keinen Lärm, wenn bereits im Ziel eine Figur ist, ob es ein Xeno oder ein anderer Spieler ist. Genau, wenn ich jetzt hier rübergehen wollen würde, so rum ist richtig, müsste ich nicht würfeln. Wir haben übrigens die Kantine aufgedeckt. Ich bin in die Kantine gegangen. War klar, dass du dahin wolltest. Ja. Gönn dir einen Bissen. Ja. Das können wir auch nochmal sagen. Also wir haben einmal Standardaktionen, die wir machen können. Dann gibt es Aktionen, die wir in Räumen auslösen können. Zum Beispiel jetzt in der Kantine. Dort könnte man was essen und, glaube ich, eine Wunde regenerieren. Steht in dem... Und du kannst deine Infizierkarten, glaube ich, scannen, ne? Ja, genau. Richtig schön wie bei Alien. Kannst einen Happen essen, ihn dann auskotzen und dann platzt das Alien aus dir raus. Cool. Aber ich möchte mich nochmal bewegen. Achso, und die dritte Möglichkeit, das habe ich noch nicht zu Ende gesagt, ist dann über die Karten kann man auch irgendwelche Aktionen ausführen. Diese drei Optionen gibt es im Effekt. Dann gehe ich hier rüber. Der Raum ist kaputt. Und du musst auch nochmal... Und auch auf 2. Das ist... Der Generatorraum. Der Generatorraum. Dort können wir die Selbstzerstörung starten oder stoppen.
das wäre hier, Luftschleuse. Im Wartungsraum, genau. Ah, okay. Wartungskorridor. Dann bin ich. Mhm. Bewegen. Wir haben die 1 und nix. Welcher Raum ist das? Das ist Triebwerkskontrolle. Überprüfe Triebwerke. So, ziehe ich jetzt schon auf 5 Karten auf? Nein. Oder erst am Ende der Runde? Wenn wir komplett durch sind. Okay, wenn wir komplett durch sind. Das war was? Die Triebwerkskontrolle? In der Triebwerkskontrolle gibt es so manche leckere. Kann man 2 Karten abwerfen und du kannst den Status aller 3 Triebwerke überprüfen. Evakuierungsbereich B. Und? Elf. Okay. Ich habe gerade nochmal geguckt, hierüber kann man nur den Zustand von diesen 3 Triebwerken überprüfen. Wenn man den Zustand verändern wollen muss möchte, man tatsächlich hin, ne? Müssen wir hin. Da gibt es 2 Zustände, entweder das Triebwerk ist heile oder das Triebwerk ist kaputt. Denn das Lustige und Schöne bei diesem Spiel ist, selbst wenn man sich ganz sicher ist, dass man das Spiel gewonnen hat, weil das Raumschiff kommt beim Ziel an, also der Marker kommt hier unten in der Zeitleiste ganz unten an, das Schiff ist nicht explodiert, weil keiner die Selbstzerstörung eingeleitet hat und man befindet sich im Kälteschlaf, so kann es dann dennoch sein, dass beim Überprüfen der Triebwerke festgestellt wird, nee, das Ding stürzt ab. Ja? Oder man ist in der Kältekammer und man muss seine Infizierungskarten, Kontaminationskarten überprüfen und hat einen Alien in sich drin setzen. Ich habe vergessen, noch zu würfeln. Ja, duld. 2-mal, ne? Ja, erstmal hier. Und the one. Und dann hier. Auf der 3. Hast du zu den Türen schon was gesagt, Florian? Nee, also ich hatte jetzt gerade hier bei meinem Entdeckungsplättchen die Tür, das heißt hier der Gang ist zu. Die Gänge sind grundsätzlich keine wirklich Felder, die wir benutzen. Die dienen einfach nur, damit wir wissen, wo man langlaufen muss und für den Lärm, wo man den platzieren muss. Und die Tür macht genau das, was man denkt. Die ist jetzt verschlossen. Das heißt, man kann das nicht durch. Dafür braucht man eine spezielle Karte auf der Hand. Entweder man kann die Tür zerstören oder man kann sie tatsächlich aufmachen. Und sollten Aliens durch ihre KI da langlaufen wollen, dann machen sie in der Runde doch nur die Tür kaputt und bleiben dann aber noch in ihrem ursprünglichen Raum. Ich glaube, das reicht jetzt mal so, ne? Jo. Ja, das reicht mir. Okay. Bin ich erleichtert. Gut, dann werde ich jetzt auch in diesen Triebwerkskontrollraum einmal gehen. Wenn ich jetzt dort reingehe und befindet sich keiner, müsste ich auch würfeln. Ich mache jetzt aber etwas anderes. Ich bewege mich vorsichtig dorthin. Dazu muss ich 2 Karten ausgeben. Und den Vorteil, den ich jetzt habe, ist, ich darf jetzt gezielt den Geräuschmarker in den Korridor legen, den ich möchte. Ich lege ihn mal. Oh, ich hingucke meine Karten. Meine Ziele. Ich lege sie jetzt sowieso so hin. Ich lege ihn mal auf die 2. Das kann man den Geräuschmarker irgendwie wieder entfernen? Ja, wenn Alien hinkommt. Wenn Alien auftaucht. Aber ansonsten nicht. Nee. Achso, und wenn Alien kommt, dann nimmst du auch alle Geräuschmarker umliegend von dem Raum weg. Okay. Mhm. Eigentlich auch von dem Wartungskorridor, ja, ne? Wenn der angrenzend ist, glaube ich schon. Ja, ne? Ja. Gut, das war meine erste Aktion und in meiner zweiten Aktion möchte ich ganz gerne die Fähigkeit des Raumes nutzen. Überprüfe die Triebwerke. Das heißt, ich zahle jetzt 2 Karten. Zack. Hendrik und ich können uns jetzt natürlich schon denken, der hat bestimmt irgendwie was mit den Triebwerken zu tun. Ach du, vielleicht will ich es auch einfach nur mal so angucken. Ja. Als Mechaniker sollte man mal nach den Triebwerken schauen. Ja, da brauchst du gar nicht so jetzt kommen. Ah, okay. Ah, komm ich denn mal an? Ich weiß. Okay. Gut. Alles gut. Dann bin ich. Alles gut. Korrekt. Ja. Jetzt wird es ein bisschen haarig. Haariges Ziel. Ich zahle eine Karte und aktiviere diesen Gegenstand im Generatorraum. Kann man Gegenstände in defekten
Ja, das schon. Ja, du kannst nur die Raumfunktion nicht nutzen. Du kannst die Aktion Intranet und Risikobewertung von jedem Raum des Schiffes ausführen, unabhängig von Fehlfunktionen, Markern und Computern. Holocomputern. Geil. So. Gelbes Technik. Ich mach's einfach mal, weil ich es noch nicht gemacht habe. Ich suche in dem Raum. Damit dreht der Raum sich um einen, weil der Marker von 2 auf 1 geht. Das heißt, man kann nur noch einmal suchen und ich bekomme 2 Karten. 2 Karten kriegt man immer und eine davon behalten. Genau. Die andere kommt unter den Stapel. Ich wundere mich gerade schon, warum sitzt da Spieler 2? Seid ihr etwa Spieler 2? Passe ich. Nee, tust du nicht. Hm? Du bist durch. Du passt. Passen tust du dann erst in der nächsten Runde. Achso. Wenn du die Karte bereit. Okay. Kaputt. Wo ist die 1? Taste 1 und so. Erste Hilfestation. Was kann man da machen in der ersten Hilfestation? Würfeln nicht vergessen. Ja. Kann ich mal sagen, in der ersten Hilfestation. 4 ist da. Verbinde alle deine schweren Wunden oder heile eine deiner verbundenen schweren Wunden oder heile alle deine leichten Wunden. Und dann suche ich. Joink. 2 Grüne. Hä? Gut. Okay, bist du durch? Ja. Dann, ich habe nur noch eine Karte auf der Hand, das heißt, ich werde jetzt eine Aktion machen und danach dann passen. Ich werde suchen. Das heißt, hier kann man nicht mehr drin suchen in der Triebwerkskontrolle. 2 gelbe Karten. Und eine darf ich davon behalten. Oh, welche nehme ich denn von den 2 gleichen Karten? Ich glaube, ich nehme die rechte. Hat keine politische Orientierung. Das muss man heutzutage ja alles sagen. Ja, genau. Brauche ich das überhaupt, das Zeug? Ich kann es halt runterpacken. Okay. Ich passe. Achso, ich muss meine Karte hinlegen auf gepasst. Hat gepasst. Ja, was soll's, komm. 3 und kaputt. What is it? Evakuierungsbereich A, genau. Hier kannst du 2 Karten ablegen und kannst... Oh, Lacker! Eine von den offenen, jetzt sind sie noch verriegelt. Kannst du mal auf die 2? Ja. Oh, Lacker. In die Rettungskapsel einsteigen. Und dann bin ich true. So! Hast du auch gepasst? Ja, das war meine letzte Aktion. Achso, ich hatte ja schon gepasst. Ich auch. Und dann würdest du jetzt auch passen. Genau, ja? Da kommen jetzt die ganzen Phasen vom Spiel, sagen wir mal. Als erstes wird der Zeitmarker um einen weggeschickt, weggeschoben. Dann der Selbstzerstörungsmarker, wenn wir ihn aktiviert hätten. Haben wir nicht. Xenos-Angriffe ausführen. Wir haben noch keinen auf dem Feld. Die können also auch keinen Feuerschaden kriegen. Dann kommt jetzt die Ereigniskarte. Verschlingende Flammen. Setzt den Suchzähler in jedem brennenden Raum auf 0. Platziert einen Feuermarker in jedem Raum, der mit einem brennenden Raum verbunden ist. Nee. Hallo. Da auch. Und da auch. In jedem Raum. Steht dort keine Einschränkung. Okay. Steht nicht aufgedeckt. Der auch?
Anscheinend. Ja, ist ein Raum. Oh, das war nicht gut. Wenn wir übrigens keine Feuermarker mehr oder defekte Raummarker mehr haben, dann ist das Raumschiff kaputt. Ja. Das Feuer breitet sich auch nicht durch geschlossene Türen und Wartungskorridore aus. Das ist heftig. Und normalerweise ist da jetzt noch, wenn wir jetzt Aliens auf dem Spielfeld hätten, da sind dann Markierungen auf der Ereigniskarte, welche Aliens sich denn jetzt in welche Richtung bewegen würden. Mhm. So, und dann kommt jetzt die Xenos-Ausbreitung. Dazu haben wir ein Beutelschiff vorbereitet. Genau, da sind schon so ein paar Marker drin für die verschiedenen Alien-Klassen. Ich kann mal ziehen, als Geist. Und der Beutel wird halt immer gefährlicher, sag ich mal. Meine Hand ist groß. Zieh bitte was Gutes. Was Gutes! Blank. Die Larve. Sie kommt aber nicht raus. Legt das Plättchen in den Vorrat zurück und fügt dem Beutel ein Jägerplättchen hinzu. Oh, ich den jetzt mal rein. In den Vorrat zurück und ein. Achso, das ist der Vorrat hier. Genau. Tschüss. Also was? In diesem der Beutel wird nach und nach immer gefährlich. Genau. Und dann bin ich jetzt Startspieler, ne? Genau. Jetzt sind wir durch. Jetzt ziehen wir alle wieder 5 Karten auf. Ist am Anfang ganz angenehm, weil man ja nur 10 hat. Insgesamt. Du bist so schlau. Okay. Oh. Noel, seid froh, dass ich an Bord bin. Ich bin Pyrotechniker. Ja. Lege den Feuermarker aus deinem Raum ab. Oh, cool. Oder also, lege einen Gegenstand ab, um einen Feuermarker in deinem Raum zu platzieren. Ja. Ich bin auch erfinderisch. Lege den Fehlfunktionsmarker aus deinem Raum ab. Oder repariere oder beschädige das Triebwerk in deinem Raum. Oder stelle einen Gegenstand her und dabei kannst du gelbe Gegenstände als Fackel verwenden. Das kann ich übrigens auch. Ich glaube, den mag ich schon mal, den Mechaniker. Vorsichtig bewegen. Vier und Schleim. Ja, kannst du ein bisschen zum Schleim erzählen? Ja, ich habe jetzt hier meinen Marker, den lege ich hier auf Schleim, um zu zeigen, dass ich geschleimt wurde. Und manchmal gibt es dann halt Ereigniskarten, so, ich sag jetzt mal, was hatten wir denn da? Ja, das spawnen Gegner bei schleimigen Spielern oder so. In der Richtung. Oder dass du, derjenige musste würfeln, glaube ich, ne? Eine Begegnung aus Würfeln. Ja. Aber du, Florian, du bist direkt im Duschraum. Oh! Stimmt. Das aber. Nimm eine Dusche. Mm. Dann kann man sich den Schleim wegspülen. Das war meine erste Aktion. Weißt du was? Das mache ich auch direkt. Ich benutze die Dusche. Achso, ja, hier. Ah, und ich? Yes. It's a bee, Mario. Was kann ich denn hier noch machen? Zusätzlich gibt es dann noch hier Xenoschwächen. Da haben wir dann, wenn wir hier irgendwo das Labor aufdecken, da können wir dann zum Beispiel einmal, dieser Token ist so eine Leiche sein. Wenn wir die da hinbringen zum Analysieren, da können wir die aufdecken. Dann irgendwo gibt es noch ein Nest. Da gibt es die Eier hier. Die können wir da hinbringen. Oder wenn wir alles ab Jäger oder größer töten, gibt es ein Xenokadaver, den können wir auch noch scannen. Und das macht dann, gibt es zum Teil bis gewissen Situationen irgendwie einen Vorteil gegenüber den Aliens. Genau. Dann werde ich jetzt einmal eine Bewegung machen. Ich gehe einmal dort rüber. Da ist ja noch nichts, da muss ich nicht. Oder warte, stopp. Ich möchte gerne. Feigling. Gesichert rüberlaufen. Also vorsichtig bewegen. Drei und Schleim. Und was habe ich da? Chirurgie. Das kann man in der Chirurgie machen. Führ einen chirurgischen Eingriff durch. Ach, damit kann man, glaube ich, kannst ja mal gucken, aber ich vermute, man kann Alien aus sich rausholen. Scanne all deine Kontaminationskarten auf der Hand sowie im Aktions- und Ablagestapel. Entferne alle Infiziertkarten. Falls du einen Lauf auf deiner Charaktertafel hast, entferne sie. Nach Scanner leidest du eine leichte Wunde und passt
automatisch für die Runde. Da steht dann alle deine Karten. Das ist ja nur ein cool. Dings der Stapel. Okay. Und dann muss ich ja noch einen Lernmarker platzieren. Den möchte ich gerne im Korridor 4 haben. 2. Nein. Und dann möchte ich ganz gerne einmal rüberlaufen. Das sind meine zwei Aktionen. Würfeln. Richtig, puppichtig. 4. Dann bin ich wohl dran, wa? Das stimmt, ja. Achso, und das Feuer ist erst später dazugekommen, genau. Ja. Ich laufe hier rüber. Drei. So much tension. Attention, attention. Und dann okay. Möchte ich Risikobewertung spielen. Kostet mich 0. Ich darf mir die oberste Karte vom Ereignisstapel angucken. Und wenn mir die gefällt, darf ich mir aussuchen, ob die oben drauf oder unten runter soll. Okay. Den legen wir unten drunter. Okay. So, dann sammelt ihr die ganzen Marker hier. Der ich komme da hinten nicht hin. Sonst wäre das Spiel nämlich jetzt vorbei gewesen. Meinst du? Ja. Was wäre es denn gewesen? Ein bisschen Feuer, glaube ich, noch wahrscheinlich. Ja, korrekt. Verheerendes Feuer. Ein Fehlfunktionsmarker in jeden Raum mit Feuer und an jeden angrenzenden Raum, der brennt, nochmal Feuer. Okay. What? Du bist dran. Ich habe meine zwei Aktionen durch. Ach so, nice. Also ich sehe auch immer eine blanke Seite drauf, ne? Also man kann auch Glück haben und hat das X. Das X. Ach so. Kein Krach. Ja. Ein Zehntel Chance. Schiebst du mich einen runter? Ach da? Yes. Kaputt, 1. Und du bist im Labor. Oh, schön. Dann bin ich schon mal auf die Zuse. Im Labor. So langsam sollten wir mal löschen und reparieren, auch wenn es nur semi-kooperativ ist. Mhm. Und dann passe ich übrigens. Dann passt du. Oh. Oh, in jedem. Aber Luckshot. Upsi. Machst du aber auch Lärm dahin. Und das als Aufklärerin. Job verfehlt, würde ich mal sagen. Ne? Echt mal? Das ist schon okay. Oh, da ist das Labor. Ja, ich wollte eigentlich auch vorhin eigentlich hier lang gegangen sein, wollte schon den Feuer gelöscht haben. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich mich so entschieden. Kannst du noch so? Hat das Cockpit einen Computer eigentlich? Nein. Hast du etwa keinen Holocomputer dabei? Nein, ich habe es nicht. Was kostet denn das eigentlich dort im Cockpit? 2. Okay. Ich würde ganz gerne die zwei Karten ablegen, um einmal die Koordinaten zu überprüfen. Man konnte es leider nicht in der Kamera sehen. Ich weiß es. Der ist ganz schön neugierig, der Ulf. Mhm. So, ich glaube, nächste Runde muss ich mal ein bisschen Feuer löschen, ja? Ne? Bitte. Dann bin ich, ne? Yes. Ich möchte nämlich auch die Koordinatenkarte sehen. Ich bin einfach nur neugierig. Ich bin gepasst. Ach, du bist schon gepasst? Ja. Hast du also zwei Sachen gemacht? Ja, nee. Ah ja, dann passe ich. Okay, ich passe auch. Okay. Zeitmarker. Tick, 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 tick. Ereigniskarte. Da haben wir immer noch keine Aliens haben. Leck im Kühlsystem. Falls sich eine Fehlfunktionsmarke im Generatorraum befindet, tut er. Wird die Selbstzerstörungssequenz gestartet. Entfernt diese Karte aus dem Spiel und mischt den Ereignisstapel einschließlich des Ablagestapels. What the frog? Okay.
Okay, dann brauchen wir hier einen Marker, ja? Ja, den hat. Nimm mal den hier erstmal. Upsis. Toll! Och du meine Güte. So Leute, haben wir irgendwo den. Wird der Raum dadurch wieder heile? Nee, ne? Nö. Das heißt, man muss ihn reparieren und dann kann man es aber auch wieder ausmachen, ne? Ja. Nee, dann lauf du da doch gleich rein. Dann lauf du da rein, reparier den und ich schalte den Selbstzerstörung aus. Ja. Ich kann das von überall aus machen. Ja? Ja. Okay. Du musst ihn nur reparieren und löschen. Mhm. So, dann heißt es jetzt wieder: Karten mischen. Oh, Xeno-Ausbreitung. Achso, nee, die Karte hattest du und die hättest du noch nehmen so müssen und dann. Aber ist egal jetzt. Ja, ich weiß nicht, welche das war. Erst. Eins, zwei. Könige! Drei, vier. Es befindet sich kein Nest. Falls sich kein Charakter im Nest befindet, leg ein Xeno-Ei auf die Tafel. Noch ein Ei. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee und ein Brei. Bitte, ein Ei für you. Yes. Ich habe heute ein Ei für dich. So Leute, ihr müsst euch noch, eine Runde gedulden. Hätte ich Kuchen. Ich habe die guten Karten da. Kannst du mich reparieren? Nein, ich kann nicht. Ach, ich bin Startspieler, ne? Ja, korrekt. So. Nein. Fuck. Nein. Nein. Ja, Leute, dann. This will be an expensive round. Ich gehe mal rüber. Nach dort. Und der Raum brennt. Yeah, wicked. Feuerlöschzentrale, yes. Was war's? Hast du schon richtig geklickt? Okay. Oder musst du noch würfeln? Und ich muss noch würfeln. Dann X wäre mal gut. Nee, die 2. Oh. Ganz schön laut hier. Damn. Und ich habe die falschen Karten dabei. Hat nämlich von einer von euch eine Karte, dass ich eine Karte ziehen kann? No. Wie funktioniert denn der Löschvorgang? Du gibst 2 Karten aus und in einem Raum deiner Wahl löscht du. In einem? Ja. Ach, das kann ich ja noch machen. Ja. Der ist ja nicht kaputt. Richtig. Ach so, dann sag das doch gleich. Sag das doch mal. Als zweite Aktion lösche ich hier gleich das Feuer. Pssst. Okay. Gut. Say I have luck ahead. Dann, hätte ich gewusst, dass du kommst. Also wenn du dich jetzt wegbewegst, kommt es garantiert. Also, vielleicht. Hä? Nicht, wenn der sich vorsichtig bewegt. Es gibt ja keinen Zug mehr, wo er was hinlegen kann. Na doch, da. Hm? Ich hier rein. Achso, ach, stimmt, alles gut, ja. Wenn ja, ich da reinlaufe, da hin. Ja, ich da. Ich habe falsch gedacht. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Junge. Spielst aber mit, ja? Gut, ich spiele Intranet mit einer zusätzlichen Karte und lösche den Generatorraum. Wegen Holocomputer kann das sein. In einem Raum mit einem Computer ausführen, führe die Aktion eines beliebigen funktionsfähigen Raumes mit Computer aus, ohne ihre Aktionskosten zu zahlen. Aber ich habe einen Holocomputer. Ich kann die Aktion Intranet und Risikobewertung von jedem Raum des Schiffes ausführen. Weil ich mein Boah, ist der mächtig. Ja. Und als nächste. Der hat irgendwie Dreck am Stecken, wenn er so viele Sachen kam. Spiele ich nochmal die Risikobewertung und möchte nochmal den Ereignisstapel sehen. Hast du den gemischt? Ja, ne? Yes, I have. Gut. Bis auf die Karte, die raus sollte, nämlich Leck im Kühlsystem. Leckerei im Kühlsystem. Der kann wieder oben drauf. Ja, okay. Nur gespannt, was du uns gleich zumutest hier. Okay. Dann bin ich mal ein bisschen Teamplayer, ne? Das ist aber nett. Ja. Für Kosten von 2 repariere ich und dann mit 2 Karten laufe ich in den nächsten Raum. Vorsichtig. Also reparierst? Ja. Und dann laufe ich ins Triebwerk. Also es müssen 3 Karten reparieren sein, ne? Oder mal 2? Ich habe gerade meine ganze Hand abgelegt. Und dann läufst du hin? Vorsichtig ins Triebwerk. Das mittlere. Und dann legst du den dahin, wo der andere nicht liegt. Und dann passe ich. Okay. Autschi. Bin ich nochmal dran. Für den Dackel, für den Club. Hätte ich gewusst, dass du ich lege 2 Karten ab. Kuchenter. Mache als Aktion die Raumaktion und lösche ein weiteres Feuer. Nice. Und da ich keine zweite Aktion mehr machen kann, passe ich.
passt. G passt. Die reparieren. Oder geh einfach schon mal rein. Das sind noch zwei Karten, oder? Ja. Gut, dann schmeiße ich die beiden ab und gehe vorsichtig da rein. Da sind wir alle durch, ne? Dann hast du gepasst, zweite Aktion, dann passen. Muss ich jetzt, ja. Und du passt auch, dann sind wir durch. Okay. Zeitmarker. Ach, das Ding rückt auch weiter. Beep, 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 beep. Ereigniskarte. Mal gucken, was Hendrik uns dazu. Ja. Jagd. Bewegt jeden Jäger, der nicht im Kampf ist, in einen benachbarten Raum mit einem Charakter, falls möglich. Gibt es mehrere, bla bla bla. Brauchen wir nicht. Wie viel? Jetzt kommen alle Jäger aus der Box. Xeno-Ausbreitung. Dich, Königin. Also ich möchte mal betonen, dass ich hier eifrigst am Feuer löschen will. Noch ein Ei. Noch ein Ei. Eier wandern hier. Zack. Aber wie geschickt wir das mit dem Rumlaufen machen. Bis jetzt gibt es noch... Ich wollte gerade sagen, weil das ist ein auslösendes Ereignis, nämlich wenn jetzt das erste Mal ein Xenos auftaucht, dann müssen wir uns für eins unserer beiden Ziele entscheiden. Genau. Eine unserer beiden Zielkarten. Richtig. So. Richtig, Zielkarten. Ja. Dann ist Hendrik wieder erster Spieler. Und wir ziehen wieder 5 Karten auf. Ja. Ich habe meine 5 schon. Glaube ich auch. Gut. Ja. Als erstes repariere ich natürlich den Raum. Nice! Und dann suche ich. Nice! Was bist du, aus dem gelben Raum? Ja. Piep. Bitte sehr. Achso, da kann ich hier schon mal weitermachen, ne? Theopraktisch. Yes, you can. Verdammt. Das war schon richtig gut. Ich gehe vorsichtig in den nächsten Raum. Sag mal, wie komme ich denn eigentlich wieder zur Munition? Nachladen. Habe ich nicht. Energieladung. Nee. Ja. Nee, meine Schrotflinte zählt. Ach doch, als Energiewaffe, du hast recht. Schiebst du mich in den nächsten Raum? Yes. Mit 2 Karten. Vorsichtig. Yes. Es Tür. Ist ein Türchen. Und auf die 4, ne? Und dann packst du den. Das ist das Nest. Nee, was? Nein, das ist der Lagerraum. Okay. Suche nach einem Gegenstand. Deiner Wahl, ne? Wahrscheinlich. Den packst du auf die 4, bitte. Und mich in den Raum. Ich gebe was, dass du kannst. Okay, cool. Okay. Ja, weiß nicht, Lagerraum kann man dann gezielt suchen? Wahrscheinlich, ne? Lagerraum, ziehe 2 Karten von einem Gegenstand, sondern deiner Wahl. Wähle eine der Karten. Achso. Ich will mich nicht mehr bewegen. Wieso? Hallo, guck mal. Hast beim letzten Mal bei euch auch so lange gedauert, bis das Alien kam? Nee, kam erste Runde. Sind wir aber auch einfach stumpf. Also wie gesagt, wir haben vorsichtig bewegen 2-mal im ganzen Spiel gemacht. Und wir sind, ich glaube, auch in einem letzten Zug bist du gestorben, ne? Letzte Runde? Mhm. Mhm. Ich hätte es vielleicht noch schaffen können, obwohl ich glaube, ich war sogar infiziert. Also ich wäre dann in der Dingskammer. Nee, und du musstest es auch revidieren, weil hier die letzte... Und wir wussten gar nicht, in welchem Zustand die Triebwerke waren. Wussten wir auch nicht. Das ist ja stimmt. Euch das. Yes. Ich spiele Kundschaften und bewege mich in diesen Raum. Ah, oh. Das war Lärm überall hin, oder was? Ja, genau. Okay. Das ist der Gefahrmarker auf 2. Und das ist die Luftschleusensteuerung. Leite den Dekompressionsvorgang. Schieß mich hin. 1, 2, 3. Und, oh, nee, es kommt was, Florian, tut mir leid. Das ist ja stimmt. Weil der Wartungskorb. Da habe ich toll, da habe ich extra Kundschaften gespielt, ey. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das erste Mal zu einer Begegnung. Und wenn du Glück hast, kommt dir nichts. Ach so, stimmt. Erstmal ziehen. Nix. Ah! Ein Kriecher, ne? Ja. Okay. Ich habe noch eine Karte auf der Hand. Die 1.
Dann hast du Glück gehabt. Der kommt wieder rein, ne? Warum hast du das jetzt, das kennt Henrik, glaube ich, auch noch nicht, ne? Bitte was? Mit der 1, warum das... Achso, ja, genau. Also, ja, noch für andere. Ich habe jetzt halt gezogen... Für andere. Falls einer zuschaut. Ich habe jetzt halt gezogen, welches Monster Sport. Das ist in dem Fall der Kriecher. Und den kannst du ja schon mal raussuchen sonst. Ja, klar. Und anschließend dreht man den um. Dann steht da eine Zahl drauf. In dem Fall 1. Und wenn die Zahl größer als meine Handkarten sind, dann greift er auch direkt an. Ach, okay, krass. So. Und der kommt wieder hier rein, ne? Ja. Genau. Und es ist auch so, angenommen, da werden jetzt 2 Spieler in dem Raum, das ist für die Zukunft vielleicht noch interessant, und der Alien greift an, dann greift er immer denjenigen mit den wenigen Handkarten an. Bei Gleichstand, Spielerreihenfolge. Ja. Ausgehend vom Startspieler. Genau. Ja, und dann bin ich nächster. Nee, jetzt gibt's einen großen Cut. Weil jetzt müssen wir uns entscheiden. Ach, jetzt ist quasi das Ereignis eingetreten. Jetzt muss sich jeder von uns entscheiden, welches Ziel nimmt er. So, ich habe folgende Mission. Extreme Feldbiologie. Es müssen mindestens 2 Xenoschwächen entdeckt werden. Das stelle ich mir relativ schwierig vor, vor allem weil das Labor da ja ganz hinten ist. Aber ich kann mit meiner Laborausrüstung kann ich eine Xenoschwäche von überall auf dem Feld freimachen. Die andere ist, das Schiff muss den Mars erreichen. Ich weiß, dass der Kurs B definitiv schon auf den Mars gerichtet ist. Das heißt, wenn da keiner mehr dran rumspielt, wäre das das. Oder es muss die Erde erreichen und das Nest muss zerstört werden. Sind natürlich Sachen, wo mir andere noch reinfunkeln können. Ich denke, ich werde das mit der extremen Feldbiologie nehmen, weil ich ja auch extra den Wissenschaftler deswegen gewählt habe, wegen dem Ziel. Das wird es wohl werden. So, dann bin ich mal gespannt, was Spieler 2 kriegen wird. Kommen wir nun zu meinen Zielen. Ich habe einmal kompromisslose Ermittler, setze das Signal ab. Dafür muss ich noch den Kommunikationsraum finden. Der wird da oder da sein, weil es ein Einserraum ist. Und alle Räume des Raumschiffs müssen erkundet sein. Da bin ich ja schon fleißig bei. Oder der Charakter von Spieler 3, das ist in dem Fall Ulf, darf nicht überleben. Oder dein Charakter ist der einzige Überlebende. Ich werde den kompromisslosen Ermittler nehmen, weil es ist relativ unabhängig davon, was die anderen machen. Und es ist mein Ziel dann jetzt, hier so lang zu laufen. Die werden wahrscheinlich das hier dann aufdecken. Und dann haue ich mich mit einer Kapsel ab und dann war's los. Also ich habe 2 Ziele zur Verfügung. Das eine heißt die älteste Freundin. Da kann ich entweder das Schiff muss die Erde erreichen oder dein Charakter ist der einzige Überlebende. Das ist eigentlich mein Ziel. Deshalb ich will nachher gleich die Koordinaten umstellen, weil die stehen aktuell nämlich auf dem Mars. C ist die Erde. Den will ich dann wieder umschalten, weil das denke ich ist ein Ziel, was ich gut erreichen kann. Das andere wäre, setze das Signal ab. Wir haben, glaube ich, bisher den Raum für die Signalübertragung noch gar nicht aufgedeckt und ein Xenokadaver muss entdeckt sein. Das heißt ja, es muss ein größeres Alien erstmal auftauchen, muss getötet werden und dann muss der Kadaver noch ins Labor. Das Labor ist ganz hier hinten, wäre für mich vielleicht auch machbar, aber da wir ja eh zusehen müssen, dass das Schiff heile bis zur Erde kommt, nehme ich die älteste Freundin. Das Schiff muss die Erde erreichen. Dub, 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 dub